Heidi Klum macht ihrem Modelberuf alle Ehre und zeigt sich seit Jahren schlank und durchtrainiert. Sie ist einfach in Topform. Man könnte fast meinen, die 45-Jährige lebt nur von Luft und Liebe, wie man bei den aktuellen Schnappschüssen von ihr und Lover Tom Kaulitz vermuten könnte. Doch das Diätgeheimnis von Heidi Klum ist ein anderes und kann easy in den eigenen Alltag integriert werden. Die Zauberformel für den tollen Body von Heidi Klum ist eigentlich ganz einfach: morgens starte ich mit einem Smoothie und dann esse ich drei Hauptmahlzeiten, verrät das Topmodel gegenüber Entertainment Tonight. Und Heidi hat noch einen Trick für den ultimativen Traumbody: Intervallfasten. Meine letzte Mahlzeit esse ich immer um 18 Uhr, zusammen mit meinen Kindern, so die Vierfachmama Walter. Ein frühes Abendessen helfe außerdem dabei, die Speisen besser zu verdauen, was sich positiv auf den Körper auswirke. Einer besonderen Diätform folgt Heidi Klum nicht, wie sie im Interview weiter verrät. Dennoch achtet sie auf eine hohe Qualität bei Lebensmitteln und bereitet diese gerne selbst zu Hause zu. Ich koche wirklich sehr viel, denn so weiß ich genau, was in der Mahlzeit enthalten ist und dass frische Zutaten verwendet wurden. Natürlich gönnt sich Heidi hin und wieder auch mal einen Besuch im Lieblingsrestaurant. Dass das für sie jedoch nur eine Ausnahme ist, hat einen bestimmten Grund. Ich glaube, wenn man oft auswärts isst oder Essen bestellt, kann es mit der gesunden Ernährung etwas schwierig werden. Man weiß einfach nicht genau, was alles verarbeitet wurde. Sie gehört derzeit definitiv zu den Trendierten und auch Stars wie Jennifer Lopez oder Miranda Kerr-Liebensee, die Rede ist von Intervallfasten. Bei dieser Diätform kann zwischen täglichen Essenspausen von mehreren Stunden oder ganzen Fastentagen gewählt werden. Besonders beliebt sind die 5:2 und 16:8 Methode. Während bei der 5:2 Methode an 5 Tagen der Woche normal gegessen und an 2 Tagen, die nicht aufeinander folgen, gefastet wird, verzichtet man bei der 16:8 Methode 16 Stunden auf Nahrung und deckt den Kalorienbedarf in den restlichen 8 Stunden des Tages.